Hallo ihr Lieben, im Moment ist ja Leinenzwang, bei uns in Niedersachsen zumindest. Das bedeutet, dass ich mit 5 Hunden, wenn ich alleine gehe, an der Leine spazieren muss. Wenn wirklich kein anderer mitkommt, teile ich die so ein bisschen auf. Mit Maybe und Boots fahre ich viel Fahrrad. Die Senioren kriegen dann halt eine eigene Runde. Jessie muss ich sowieso immer mal wieder alleine mitnehmen, weil die halt noch viel üben muss. Damit ich aber auch mal den einen oder anderen alten Hund mit zur Fahrradtour nehmen kann, oder auch Jessie, die halt noch ein bisschen jung ist, hatte ich immer einen Fahrradkorb vorne so dran, wo meine alte Lotta immer schön drin gesessen hat. Der ist jetzt aber kaputt und ich brauche einen neuen. Außerdem braucht Jessie, damit sie auch demnächst mal üben kann, am Fahrrad zu laufen, ein Geschirr. Ich hoffe, wir werden fündig. Ha, ha, ha. So eins will ich. Auch eine Größe? Nee. Das ist zu groß, obwohl das S ist. Ah, guck mal, hier gibt es aber auch XS. XS bis S. Ich weiß nicht, ob das nicht schon zu klein ist. Außerdem ist es schwarz. Ich wollte das in Pink. Also das hier jedes Mal aufzufuddeln. Außerdem ist die Sitzfläche auch ein bisschen klein, oder? War gut groß. Und ich glaube, ich habe vom Kindersitz noch so ein Ding, wo das genau reinpassen würde. Ja, aber es ist das gleiche wie eben, ne? Das hier so aufzufuddeln. Das sagst du so. Wenn da ein Hund drin sitzt, dann musst du das Fahrrad ja auch noch irgendwie stabilisieren. Butz! Hopp! Bist du richtig fröhlich? Guck mal. Das hier ist Enya, das ist die Mama von Butz. Und das ist Cookie, der Sohn von Butz. Ihr könnt mir mal hier abstimmen, ob euch interessiert, wie es dazu gekommen ist, dass meine Hunde Models werden. So, Jasper möchte jetzt gerne für Lotta noch ein Spielzeug mitbringen. Guck mal hier, sowas magst du auch. Oh, was ist das für ein Nashorn? Das ist aber nicht naturgetreu. Oh nein, ihm sind die Pupillen rausgefallen. Mhm. Und das für Lotta? Bei Fressnapf waren wir jetzt nicht so erfolgreich. Also der Fahrradkorb, Deswegen gucken wir jetzt nochmal schnell woanders. So, auch in dem zweiten Laden sind wir nicht fündig geworden. Nur der musste noch mit. Auch für Lotta. Die anderen klauen ihr das gerne mal und machen das dann kaputt. So, Lotta ist glücklich. Fahrradkorb, naja, muss ich noch mal irgendwie beim Fahrradhändler oder so gucken. Die haben gleich noch eine etwas andere Auswahl. Das war's mit dem kurzen Video. Bis die Tage. Was? Du hast den Kanal noch nicht abonniert? Dann aber los!